Servus Leute und grüß dich miteinander. Ja, ich bin auf meine Wiesen, Schallewiesen, wie sie heißt, mit dem Krame und mit der Aden unterwegs. Ihr seht, ich habe schon ein paar Bahnen gezogen. Ja, rauf, runter, rauf, runter, rauf. Da steht der Krame, da hängt mein Aden. Für die, die das Wort nicht kennen, das ist eine Egge. Und die Egge, da kommen die Eggenfelder, kommen rumdrehen. Die werden normal zum Zergrümeln genommen auf dem Feld von großer Klumpen nach dem Acker. Deswegen hat es ja harten Bolzen da. Und wenn ich es da rumdrehe, dann habe ich bloß feiner, kleiner Bolzen unten. Das ist auch optimal zum Rausziehen von den ganzen losen Großzeug da. Was da halt jetzt da so seht, das da, da muss ich jetzt da nochmal drüber, weil bis da komme ich nicht. Und ich kann da mit dem Mist dann noch ein bisschen verteilen. Machen wir so. Das ist die Wiese, die ich ja im Herbst gestreut gehabt habe und anschließend gemulcht. Also der Mist ist eigentlich schon recht gut verteilt. Und was jetzt noch ist, das ziehe ich dann mit der Aden noch ein bisschen abrat. Und dann passt das auch gut. Ja, eigentlich hätte ich es mit dem K15 gemacht, aber da ist die Lichtmaschine kaputt. Die Lache kommen heute erst. Und ich wollte die Wiesen einfach mal fertig holen. Deswegen fahren wir da wieder ran, das schaut noch nichts. Ich habe da eher einen Fehler gemacht, beim Starten geht er nämlich schlecht an. Ich habe letztes Jahr Summe Diesel drinnen gelassen und habe vergessen einen Zusatz reinzufüllen. Und wahrscheinlich ist der Filter ein bisschen dazu, weil teilweise klopft es sich ein wenig. Naja, schauen wir mal, muss ich jetzt nur den Filter mal sauber machen, der war zugesetzt. Aber er tut seinen Zweck, er macht was er soll, das ist das Wichtigste. So klärt sich das und so passt es. Ja, ich werde es da auf jeden Fall ein wenig umschleppen. Und ich habe mir gedacht, ich mache mal einen schönen Punkt zoomen und die Kamera jetzt einmal aufstellen, ein paar Runden. Dann könnt ihr euch das mit angucken. Das ist im Endeffekt nichts Besonderes, aber dann habt ihr es auch mal gesehen. Viel Spaß! Also, wenn ich früher mal irgendwo Wiesen finde, die ausschauen wie so ein Fußballrasen. Nee, die Bauern machen natürlich keinen Fußballrasen. Der ganze Sinn und Zweck dahinter ist ja, wenn Maulwurfshügel drin sind oder Mist gestreut worden ist, mit der Aden wird es verteilt. Das Muster, was man immer sieht, dieses hell, dunkel, was so toll ausschaut, das ist, weil ich einmal das Gras noch da vorne schleppe. Und einmal ist groß in die Richtung und in die Richtung muss halt stützen, da schaut es dann dunkel aus und in die Richtung muss Licht, schaut es hell aus. So entsteht immer das Muster. Ja, gemacht wird das Ganze, ich habe es ja gerade gesagt, wenn man Mist gestreut hat, dass der ein bisschen ausgerissen wird und noch ein wenig zergrümelt wird, dass der Boden ein wenig aufgelockert wird, man sieht es da zum Beispiel, da ist er jetzt noch mal drüber, hat ein wenig aufgelockert, es reißt leicht auf Furchen rein, das zieht ein wenig das lose Material von unten raus. Ihr seht schon, das war ein strohlastiger Mist, der ist natürlich noch da, aber das setzt sich gut. Das ist groß gewachsen, das sitzt da noch nicht mehr davor, das passt. Ja, funktioniert hervorragend. Allerdings, ich habe jetzt noch mal innehalten müssen. Ich
habe wieder mal was gefunden. Also das lässt mich echt am gesunden Menschenverstand von mancher Leute zweifeln. Ich kapiere es nicht, warum er das macht. Leerer Bierflaschen, die rausgeschmissen waren. Wahrscheinlich habe ich die im Herbst mit Mulcher erwischt. Ich habe auch abends gemulcht, habe es nicht gesehen. Ich muss ein Stück lang vorlaufen, weil ich denke, da habe ich Salin gesehen. Ja, die ist kaputt. Ich habe auf jeden Fall den Flaschenboden gesehen und das ist scheiße, das ist richtig scheiße. Ganz ehrlich Leute, wenn der Lehrer Flaschen oder sonst was habt und ihr wollt es loshaben, nehmt es mit heim. Aber das ist absolut tödlich. Na, nicht einmal. Okay, ich nehme es zurück, ist keine Flaschen, aber es ist trotzdem. Schau doch mal her, die Sauerei. Irgendwelcher Pappbecher, die Wand oder reingefliegelt, dann links in die Wiesen hinein. Der ganze Scheiß, der ganze Rotz dahüm, das Silberspielchen. Schau sich das an, das ist doch nicht normal. Kann man den Scheiß nicht dann mitnehmen? Muss man das irgendwie raushauen? Also, da zweifle ich echt am gesunden Menschenverstand. Das ist ein Wiesen, wo ich Futter mähe von meiner Viecher. Und dann gibt es unvernünftige Leute, die hauen ihren Scheißdreck raus. Ohne Rücksicht auf den Lust, ist es scheißegal, wem das gehört. Hauptsache, mir hat es jetzt aus der Hand. Und da hört es natürlich die Hundeleckerli ein in der Taschen. Jetzt da mit rein, den Müll durchgleich mit weg. Einfach eine Sauerei. Komm, den Scheiß da nicht mitnehmen, eine Müllarme, da war der irgendwo rausgefliegelt. Beim nächsten Wind weht das Zeug dann rum, verteilt sich auf die Flächen. Da muss der ganze Scheißdreck rumliegen. Ach, da könnte ich mich aufregen. Gut, dann war das keine Bierflaschen, dann nehme ich das zurück. Aber wie gesagt, der Müll, das muss trotzdem nicht sein. Und der Bierflaschen, also wenn da einer hinliegt und du erwischst die, erstens haben wir die Scheiße für die Reifen vom Bulldog, die machst du kaputt. Und wenn da der Splitter dann beim Heuer mit reinkommt in die Ballen und du verfütterst das dann und das erwischen jetzt dann die Kühe oder Esel oder Pferde oder sonst was, das langst ja schon, wenn du da selber reinlangst in das Gelump. Du reißt da ja alles auf und die Viecher, wenn das fressen, sogar mancher Leute, ne, ich versteh's nicht. Und da vorne, wenn wir dann vorfahren, da liegt da vorne zwischen die zwei weißen Leitpfosten, wenn man jetzt so guckt, unten auf der Wiesen im dunklen Stück Licht abdüden. Ich bin selber Hundehalter, ne? Alles schön gut. Aber wenn ich spazieren gehe und fasse das Zeug dann die Scheiße in der Düden ein, dann lasse ich die Düden nicht auf der Wiesen liegen. Drecksäu, eigentlich wo Drecksäu. Also reiche ich mich auf. Sowas kotzt mich einfach an. Unvernünftiger, unverantwortlicher Leute. Wenn ihr mit euren Scheiß-Fifi irgendwo laufen geht, dann doppt euren Scheißdreck mitnehmen oder lasst ihn dann wenigstens unverpackt liegen. Das ist mir aller Welt noch lieber. Es ist zwar auch nicht gesund, weil das kehrt sich nicht. Das ist ein Grundstück, das jemandem kehrt. Ihr wollt auch nicht, dass in euren Vorgarten geschissen wird. Aber das ist eine Sauerei, das kehrt sich nicht. In eine Tüten rein und dann schmeiße ich die Tüten in die Wiesen rein. Alter, hackt's bei mir. Habt ihr einen Vogel oder was? Meine Fresse. Wenn ihr erwischt, das kann ich euch garantieren, dann nehme ich die ganze Scheiße von meiner Hund und fahre mit dem Kippen an, kipp's euch in den Garten rein. Aber schau, wie euch das gefällt. Ey, das ist auch Futterwiesen, das Gelump brauche ich doch hin auch nicht. Mann! Kenn ich mich schon wieder aufregen. So, die Unvernunft von mancher Leute. Katastrophen. Dann sollen sie auch keine Köder halten und wenn sie dafür nicht sorgen können, was? Ich zahle eine Hundesteuer an. Überall gibt es die scheiß Kotbeutel. Das sollen sie in die Kotbeutel neider und wenn sie die 500 Meter bis zum nächsten Müllarme schon mitnehmen können, muss ich das Gelump dann irgendwo rausfliegen? Oder lasst es wenigstens unverpackt liegen. Es ist eine chemische Keule, das ist absolut nicht gut, wenn das die Viecher fressen. Aber das teilt es dann wenigstens noch ein bisschen Labrat und schmiert es Brat. Aber in eine Tüten drin, auch nicht. Das ist die größte Schweinerei. Solcher Leute, so hat eh keine Ahnung auf die Platten gehauen. Da kannst du dich nur noch aufregen. Tut mir leid. So, Aufreger rundherum. Jetzt werden wir eigentlich an Leute lachen, weil ich mich schon wieder aufgeführt habe. Aber es ist nur mal meine Meinung und es geht einfach so. Ja, Leute, wenn ich so gerade erwischt bin, mit einem Köder laufen und lassen da reinscheißen, die waren auch bereit. Weil ich tue meine Kacke davor die Hunde auch weg, Mama. Und die Leute, wenn man nicht weiß, machen das auch Gänger und scheißen auch in die Prärie. Die gehen auch irgendwo aufs Klo. Also, weil ich dachte, Scheiß von meinem Hund dann mit weg, Mama, genau. Ihr habt euch die Hunde auch geschafft, dann rammt ihr ihren Scheiß auch weg. Der Hund macht's nicht.
Platz. Ein Aquilis fährt wieder vorbei. Ja, in Zeiten von Corona ist der Zug auch total leer. Ja, und wenn mich jetzt fragt, warum bin ich draußen unterwegs? Ja, Landwirtschaft geht weiter, das ist Arbeit. Aber wenn ich jetzt nicht auf die Arbeit gehe, meinem normalen Beruf nachgehe, in der Landwirtschaft, wir müssen weitermachen. Das Wetter passt gerade, die Wiesen müssen abgeschleppt werden, das muss gemacht werden. Das sind Arbeiten, die sind nicht aufzuschieben. Ist halt einfach so. Ja, hier bin ich auf jeden Fall durch. Der Kramer gut mitgemacht. Ich habe da zwischendurch auch mal ein wenig getrieben. Ja, der hat jetzt gestern noch mal wieder ein wenig was gearbeitet. Und beim Ausmisten im letzten Video war er ja zu sehen, da hat er mal was gearbeitet. Aber ja, ist uns im Winter relativ viel gestanden. Jetzt darf der Arme wieder ein wenig ran. Ja, Garagenbau ist natürlich vorher der Arsch da mal abgesagt. Das brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Aber nichtsdestotrotz, der soll natürlich trotzdem was arbeiten. Ja, die super manuell klappbare Aden. Anders geht es ja an dem Bulldog nicht, ich habe keine Hydraulik. Ich habe auch Steuergeräte dafür. Aber das geht genauso. Ja, die Eckenfelder, die hängen dann einfach runter. Das da baumelt in der Mitte runter, über die Ketten halten. Also da braucht man sich keine Gedanken machen, dass es unterwegs verloren geht oder so. Man fährt ja auch keine 70 Stundenkilometer, sondern wir reden da von ja, was haben wir, 19 Stundenkilometer. Und da ist das dann normalerweise kein Problem. Dann passt das. So, da ist die Sicherung, dass es nicht runterklappt. Das sind jetzt zwei Dinge verbunden. Und so kann ich jetzt wieder auf die Straße fahren. Und es passiert nichts. Weil die, wenn aufklappen geht auf der Straße, wäre natürlich ungünstig. Dann ist auch ein wenig Arschbrat. Und das wollen wir natürlich nicht. So, und jetzt zum Corpus Delicti. Dazu muss ich jetzt echt nichts sagen. Ne? Das ist die größte Schweinerei überhaupt. Die Menschheit ist am Verblöden. Die Hunde scheißt irgendwo noch und jetzt verpackt mir die Scheiße. Ja, soll ich die Scheiße mitnehmen? Was soll ich jetzt mit dem Ding da machen? Ne? Was? So, ich hänge die jetzt hinten an die Aden noch. Schau, dass ich irgendwo einen Hüllarme finde und schau, dass ich das Ding da drin einpacke. Ich bin ja solche Vollpfosten. Das Ding, das brauchst du nicht mehr auf den Bulldog mitnehmen. Ah. Sogar, da darfst du Scheiße von den anderen Leuten, beziehungsweise von denen ihrer Köder dann noch anlangen. Das war die selber zerblödsinn, ihren Mist mitzunehmen. Und da muss ich mich aufregen. Also wie gesagt, wer seinen scheiß Drecksköder daheim hat, beziehungsweise der scheiß Drecksköder kann ja nichts dafür, der muss halt scheißen. Hier geht ja auch aufs Klo. Aber wer einen Hund daheim hat, der kann sich auch darum kümmern, was er ausscheißt. Könnte man ja wegmachen. Aber mancher Leute interessiert es ja nicht, das ist ja, uns doch wurscht, ne? Wisst ihr schon. So, ich fahre jetzt auf die anderen Wiesen, da kann ich eigentlich auf dem Radweg bleiben, da fahren wir den Radweg vor, die fahren auch am Hang. Mal gucken, ob es auch befahrbar ist mit dem Bulldog, weil ich habe da eine schmale Reifen. Unter der Brücke wird es noch recht feucht sein und dann gehe ich rauf eventuell auch. Aber wenn es geht, ja, schauen wir halt einmal. Das sehen wir uns dann gleich wieder. Ja, ich bin jetzt auf der anderen Wiesen. Ja, die Wiesen, ich kenne schon die Kommentare, es ist vor allem schon steiler, aber es langt mir schon vom Steilen her. Und nur so zum Übrigen, gell, in Franken gibt es auch steiler Flächen. Aber wenn das jetzt vielleicht bei euch nicht dazu gehört. Ich bin auf der Flächen jetzt mittlerweile fertig. Da wollen wir rumfahren, einmal ziehe ich jetzt nicht auf und einmal runter, denke ich. Dann klappen wir zusammen und fahren heim. Ja, ich stehe unterhalb von der Brücke. Ja. Hat soweit funktioniert. Wir fahren jetzt nochmal mal auf und dann ist gut. Dann werde ich oben rum rausfahren. Und dann geht's heim. Seitwärts. Ja, ich weiß, wie gesagt, es gibt andere Stellen, die sind steiler, aber es ist schon ein bisschen am offenes Aus ist dabei, wenn du da noch fährst und der Bulldog neigt sich dann doch in der Richtung. Andere sagen, es ist freilich noch steiler, aber ich meine, ich habe keine Doppelbereifung drauf, ich habe jetzt den Bulldog mit den Spollreifen. Macht er dann doch zu seiner Gedanken. Aber für Notfall, und das will ich ja eigentlich nicht brauchen, ich habe ja den da, hoffen einfach, dass der nie nötig wird.
da wieder los. Gut, ziehen wir die letzte Bahn, klappen zusammen, auf nach Hause, Feierabend. Und wir haben Mittwoch und die Arbeit geht weiter. Ja, die Aden hängen noch am Bulldog drauf, am Krame. Die brauche ich im Moment jetzt nicht. Ich habe es aber auch noch nicht verrammt, weil die Koppel, wenn ich sie dann versetze, dann will ich noch mal abschleppen. Ja, mal gucken, wie ich es mache. Ja, aber ihr hört im Hintergrund vielleicht, der IHC ist zu Gang. Ja, der macht wieder was. Der vorne ist am Ackern. Ja, eigentlich wollte ich ja da mal Mist noch streuen, aber irgendwie, ja, nö, der wollte die Hydraulik noch einstellen. Keine Ahnung, ob er dann fertig macht da, oder zur Not kommt der Mist aus auf Betzberg, da habe ich auch kein Problem. Dann war es halt dann ausgefahren. Der IHC bleibt im Hintergrund. Der Boden ist schwer und nass. Wir ackern auf eine Tiefe von 20 cm. Den Senf neu ackern, ja, Senf. Dem hat auch wegen Wasser gefüllt, sieht man schon. Beziehungsweise es war dann zu viel Wasser. Und dann noch beenden ist auch im Einsatz, muss man halt Dünger streuen. So kommt der IHC.
Also ihr seht schon, wir sind gar nicht so tief drin. Wozu auch, das ist ein Quatsch. Ja, ich fahre stellt nach wie vor noch die Senkdrossel ein. Die macht uns noch ein bisschen Ärger. Weil der ist am Anfang sehr langsam runter, dann sehr schnell runter und das muss halt alles passen. Das soll eine anständige Geschwindigkeit beim Absenken haben. Deswegen fällt auf der linken Seite auch noch der Tritt. Deswegen kommst du noch nicht rein. Bulldog, nein. Beziehungsweise, wenn du aussteigst, dann haut sich auf die Fresse, das habe ich ja schon gesagt. Ja, es muss halt alles stimmen. Laufen tut er schön. Vorhin am Anfang hat er ein bisschen geracht. Ich meine, wie gesagt, das sind neue Kolben drin und neue Büchsen. Das muss ich jetzt erst einmal alles aufeinander einlaufen. Und das Ideale, das ist, sagt mein Vater immer, wenn so ein Bulldog dann was erbt. Agen ist eigentlich die beste Arbeit für einen überholten Motor. Weil. Ich habe es ja damals bei meinem KA15 schon gesagt, wenn du einen Motor überholst und du fährst dann nur so Spaßfahrten damit, das ist ja oft einmal das Problem, was dann die Oldtimer-Freunde haben, die sich einen alten Bulldog kaufen. Die fahren mit dem dann bloß ein wenig so spazieren, die richten nachher, machen den Motor und fahren dann bloß ein bisschen durch die Weltgeschichte spazieren, vielleicht ein Hänger noch dran. Das ist aber keine Arbeit für so einen Bulldog. Die Bulldogs sind alle einmal gebaut worden, um einen Fluch oder eine Gruppe oder sowas zu ziehen. Oder auch Ecken und da kommen auch die gewaltig ins Schwitzen, weil die kleinen Aden, die jetzt oben an meinem KL300 dran hängen, wenn ich die Zinken nach unten mache und fahre da drüber, der blocht sich wie Sau. Das ist kein Spaß, da kämpft der. Ist definitiv so. Deswegen. Das ist definitiv zu langsam. Mal gucken, wie das einstellt. Wenn dann der Motor nicht richtig arbeitet, dann verglasen die Kolben innerher. Die lassen dann Öl daneben vorbei und dann hast du ständig diesen Rauch, Rauch, Rauch. Und das ist ein großes Problem. Ein Schlepper, der muss, wie gesagt, der muss was erben. Ohne Arbeit ist scheiße. Ja, da bin ich kurz unterbrochen worden. Wir mussten da mal was wegbauen. Haben wir da rüber gelegt. Ja, von einem Jochpächter, der Hochsitz. Den haben sie da runtergestellt. Hier die Schwarzkittel und hier die Reh. Ich habe gesagt, ein bisschen Agent um sind auch weg, aber irgendwie jetzt recht spontan, dass er jetzt halt Agent tut. Naja, wurscht. Hätte ich es vorher gewusst, hätte ich ihnen Bescheid gesagt, aber es wurscht. Wir haben ihn jetzt einfach rausgezogen, auf Seiten gestellt. Und wenn er gesehen ist, dann kann er ja wieder her, wenn er will. Der war ja da gestanden. Oder halt. Ja, schauen wir mal. Gut. Der Fahrer baut jetzt den Einstich noch. Ich meine, die Hydraulik ist jetzt zu weit eingestellt, das müsste jetzt gehen. Passt. Wäre ja nicht verkehrt. So viel zum Thema Pflugfurche. Ausgerammt ist er. Ja, ein bisschen was krümelt immer rein. Und das sind recht großer Brocken natürlich. Das ist ganz klar. Aber es ist nicht tief. Wenn ich mich jetzt so einstelle. Ich sag, die habe ich einen Meter reingehalten. 19, 20 cm tiefe gängen wir gar nicht. Wir wollen nicht da 25 cm den Lamaputen rausholen, sondern bloß den Senf ein wenig untererben. Und dann theoretisch mit dem Kultivator drüber. Ich hätte ja eigentlich richtig Lust, wenn die Lichtmaschine vom KA15 fertig wäre, die Aden hinten noch zu hängen, Zinken nach unten und mit dem drüber zu fahren. Oder gleich den KL300. Der 15er wäre eigentlich prädestiniert dafür. Breiter Reifen, viel Kraft auf dem Boden. Naja, schauen wir mal. Jetzt baut er den Einstich noch und ich war mal was frühstücken und dann schauen wir mal weiter. Tja Leute, in Zeiten von Corona, aber ich habe ja gesagt, ich habe am Donnerstag einen Termin. Ja, wir haben mittlerweile Donnerstag. Ich bin bei einem Tierarzt. Die drei Eber waren kastriert. Ja, wie läuft das Ganze ab? Er hat ihnen jetzt das Narkosemittel gegeben.
die Gängerarznei Vollnarkose. Wir hätten es theoretisch, das sind die 7 Doha machen können, wie es herkömmlich gemacht wird. Ohne Betäubung, ohne alles. Aber ja, ich habe ihn da gefragt und er hat gemeint, also er hat bislang gute Erfahrungen gemacht. Und welche die 3 Eber, habe ich gesagt, da tue ich mich nicht ab. Das probieren wir einfach. Ja, sollte eigentlich hoffentlich alles gut gehen. Ich weiß, es kann manchmal problematisch ausgehen, er hat gemeint, das geht schon. Wir machen jetzt auf alle Fälle den Versuch. Es war nicht nur einfach ausgeschnitten, sondern es war da zugenäht. Ich habe gesagt, dann soll er es gleich richtig machen. Die kommen aber in einen Stall, bei mir sind sie auf Stroh. Es kam so, dass die Oma, ja, die sagt irgendwo nein und die legen sich dann vielleicht nein. Das ist auch schon passiert. Die Kleinen sind hinter ihr hergelaufen und sie hat uriniert und auf sie drauf. Und ey, ja, bevor sie es dann aussagt, habe ich gedacht, dann lieber gleich gescheit. Ist ein wenig aufwendiger, ist vielleicht auch ein wenig teurer. Ich werde dann berichten, was es mich kostet, wo wir preislich sind, aber ich gehe das Risiko jetzt einfach einmal ein. Ja, also mit Betäubung hätte ich sowieso gemacht. Vollnarkose, ich habe ihn jetzt gefragt, er hat gemeint, es ist die bessere Lösung, also probieren wir das. Es wird sowieso früher oder später auf aller zukommen, dass es nicht mehr ohne Betäubung geht. Und welche Art von Betäubung, ja, das ist ja alles immer umstritten und schauen wir halt einfach mal. Ich werde auf alle Fälle die Erfahrungen berichten. Ich hoffe einfach darauf, dass die Feigl alle dann durchkommen, dass nichts schief geht. Aber das werden wir sehen. Und ja, wie gesagt, da berichte ich dann weiter. Und es mag jetzt Leute geben, die schütteln mit dem Kopf und sagen, ja mein Gott, innerhalb von die 7 doch jetzt doch einfach rausschneiden können, macht doch gar keinen großen Aufriss. Ich weiß, dass das noch gemacht wird und ich kenne da auch genug Betriebe, die das noch so machen. Es ist innerhalb der ersten 7 Tage, es ist ja so ein wenig eine Grauzone quasi, es ist ja eigentlich, soll es ja nicht mehr gemacht werden, müsste ja eigentlich schon verboten sein und, aber wir probieren einfach einmal und werden wir sehen. Wie gesagt, zukünftig muss man sich sowieso was überlegen und dann sehe ich gleich, was mich's kostet. Das ist jetzt einfach so. Ich habe damit gerechnet von vornherein, dass das kommen kann, dass wenn ich Feigl habe, dass er auch eben dabei sein kann. Und ich habe von vornherein gewusst, dass wenn Eber dabei sind, dass die auch kastriert werden müssen. Also es ist für mich kein Neuland und dass es mit Geldkosten, mit Geld bzw. mit Kosten verbunden ist, war ja auch klar. Ich halte euch da auf alle Fälle auf dem Laufenden. Ich sitze jetzt leider aufgrund von Corona hausen im Auto. Ich kann nicht drinnen bleiben. Ich hole ja noch andere Patienten nach, bis die Kleinen schlafen und welche der OP, dass ich nicht im Wartezimmer drinnen rumhocke. Weil das nicht groß genug bei ihm ist, sitze ich draußen im Auto. Da warte ich jetzt, mein Handy gespielt, da meine Musik gehört. Ja, jetzt sind so circa, muss man so sagen, 7 bis 10 Minuten rum. Also ich denke, so langsam müssten sie müde werden, die 3 kleinen Eber, und dann schauen wir einfach mal. Ich melde mich dann später wieder, wenn wir dann wieder heimfahren. Ich denke, wir heute Nacht werden dann ein wenig Nachsage sein, weil ich sie ein wenig kontrollieren müssen. Und sieht man dann schon. Bis dann. So Leute, ich bin jetzt mittlerweile wieder daheim. Die Adele schreit schon wieder, die ist bullig. Ja, weiß ich mir nicht, warum steht der eigentlich im Waschhaus? Der Tierarzt hat jetzt gesagt, ich soll die Kleinen an einem warmen Ort stellen. Keine Angst, der Ofen, der kocht natürlich nicht. Also ich tue es jetzt nicht rösten, die Platten oben, da kommen die Händchen drauflegen, ist angenehm warm. Ist ein schöner Wärm von unten raus, weil sie jetzt in der Box drin sind. Ich soll sie, ja, wie sagen wir, eigentlich im großen Munde sind, in der Box belassen und dann wieder mit Nunder zu der Sau, sobald sie richtig anfangen rumzuweilen, dass er dann auch wieder mit Sau. Der Glänzer von der 3 Eber, der mit drin ist, der ist schon relativ fidel. Ich will aber trotzdem noch einen Moment warten, nicht, dass die Oma dann, ich weiß nicht, die war dann recht schockiert sein, wenn ich ihr den jetzt dann vorsetze und der zappelt rum und wackelt rum. Ich warte lieber noch einen kleinen Moment und dann durch so aller gemeinsam Nunder ist besser. Ja, kostenmäßig hat mich das Ganze jetzt rund 40 Euro kost für die 3 Eber. Das heißt so im Schnitt, ja, 13 Euro pro Feigerler zum Kastrieren. Ich weiß, es geht natürlich billiger, viele Landwirte machen das ja gern selber. Du kannst ja dann quasi Schmerzmittel geben, könntest es selber machen, könntest dann die Kosten ziemlich auf Null drücken. Wie gesagt, ich habe es vorhin ja gesagt, früher oder später bleibt da eh nichts anderes übrig. Das hat er auch gesagt, eigentlich der Weg, den wo die wenigsten gehen. Er hat es halt schlafen gekriegt, das Ganze hat ca. 20 Minuten gedauert. Dann konnte ich es halt direkt wieder abholen drinnen.
Ich habe im Auto gewartet, habe vorhin gesprochen. Und ja, circa 5 Minuten später hat er mich wieder reingewunken. Also ja, so in den 23 Minuten hat es gedauert. Ging relativ flott das Ganze. Er hat es auch nicht ganz tief schlafen gelegt, sondern bloß so ein bisschen halt. Die haben Schmerzmittel mit zusätzlich gekriegt. Die haben gleich Antibiotika mitgekriegt. Und ja, die sind kastriert worden. Anschließend ist geklammert worden und natürlich das Ganze auch desinfiziert. Klammern hat er jetzt neu gemacht, weil ich gesagt habe, naja, es wäre nicht ganz verkehrt. Die sind auf Stroh zu der Klammer neu. Die hat er gemacht, die fallen normalerweise die ersten zwei Tuch wieder raus. Falls er dann noch 10 Tuch immer noch drin saß sollten und nicht draußen sind, soll ich mich nur mal beinahe melden. Aber normalerweise geht es relativ zügig, dass sie das selber verlieren. Ja, die Stänger ist jetzt noch da auf dem Ofen, da ist schön warm, also keine Angst. Ich konnte oder die Hände da drauf legen. Das ist überhaupt kein Thema, das ist richtig schön lauwarm, da verbrennt man sich die Hände nicht. Aber es gibt einen schönen Alarm jetzt von unten rauf in die Boxreihe, dass die Glanz nicht kalt liegen. Den Effekt hätte ich jetzt auch, wenn ich es auch unter Rotlichtlampen legen würde. Aber die Rotlichtlampen ist unten im Stall. Und die wollte ich jetzt nicht abbauen und irgendwo an den Schnur stellen, dass die erst einmal filmen, wie ich noch dahin habe. Ist eigentlich das Idee Holster. Ist ein schöner, warmer Ort. Für den Zweck optimal. Ja, also wie gesagt, der Glanat, oder? Der ist schon wieder richtig quietschwidel, das seht ihr ja. Der waschtelt schon ganz schön rum. Ich weiß, da waren jetzt einige sagen, schaut schlimm aus. Aber es ist halt nur so, die sind mit der Betäubung einfach ein wenig. Die Verstänger, das nicht auf einmal sind sie da so wackelig auf die Bar, vorher sind sie auch rumgelaufen, wurden schon richtig fidel und haben sich bald nicht fangen lassen und jetzt sind sie auf einmal, meiner Viech versteht das nicht, was da jetzt passiert ist. Aber ja, da habt ihr jetzt dann auch mal gesehen, wie das dann abläuft, mit dieser ja, Vollnarkose quasi, beziehungsweise der richtigen Betäubung. Das war der immer wieder gefordert. Und ich gedacht, ich mache es gleich einmal auf den Weg. Jetzt hoffen wir, dass es alle berappelt, dass wir alle wieder schaffen und wieder fit werden. Und das ist dann. Wie gesagt, das ist natürlich bei dem mit dem normalen Schmerzmittel ein wenig einfacher. Da kommt der Tierarzt, beziehungsweise machen es die Landwirte dann oft einmal selber. Die Feigen werden kastriert und kommen direkt wieder zu der Sauna, können auch direkt wieder sauen. Haben im Endeffekt keine großen Zeiten dazwischen, oder es gibt dann mittlerweile, es war da experimentiert mit, ich glaube, Rogain oder was hat's geheißen, ein Medikament, das war gespritzt, eine Dreiviertelstunde warten, bis eine örtliche Betäubung und dann wird's gemacht und dann gleich wieder zur Sau dazu. Ja, wie gesagt, es sind viele Möglichkeiten, die es da jetzt hast. Wir haben jetzt die Möglichkeit mit der Vollnarkosen gewählt, weil es, wie gesagt, früher oder später wahrscheinlich eh drauf zukommt. Der Grusa Ebert oder der schläft irgendwie am tiefsten. Der oder der ist schon wieder richtig fidel. Ah ja, ist gut. Ja, wie gesagt, das ist halt der Nachteil und der Vollnarkosen. Du musst da dann eigentlich erst einmal wegen wieder auf die Bar kommen lassen. Die müssen erst einmal wieder einigermaßen fit werden, wenn ich die jetzt das auch so neilege. Die denken, wundern was mit denen ist, kann durchaus passieren, dass es sie dann kaputt macht und das will ich ja nicht. Das will ich erst einmal so weit wieder fit werden lassen, dass sie auf die eigene Bar einigermaßen stehen können und dann kann ich sie wieder das auch nachholen. Das sind halt die Nachteile und weil ja immer viel diskutiert wird, die Landwirte, die Bauern, die haben ja bloß keine Lust, das Geld auszugeben. Also ich habe jetzt kein Problem gehabt, das Geld auszugeben. Ich weiß, für einen normalen Mastbetrieb ist das nicht wirtschaftlich. Das sind ja 13 Euro pro Ferkel. Das ist ein Haufen Geld. Vor allem, wenn du dann überlegst, was kriegst du später mal für die Ferkel, beziehungsweise für die Mastschweine. Das ist ein Haufen Verlust, den du da hast. Bleibt im Endeffekt nicht viel übrig, weil du hast Futterkosten und alles ja auch noch. Von daher, ich verstehe das dann natürlich schon, wenn du viel so... Das ist ihnen zu teuer und warum das viel nicht machen lassen. Aber ich für meinen Zweck habe jetzt gesagt, das können wir machen. Das machen wir jetzt auf die Art und Weise. Ich gehe dann gleich noch die Vorschriften, die sich ja sowieso alle wünschen. Und wie gesagt, ihr seht jetzt dann gleich einmal, vielleicht auch die, die
selber Schweine da haben und wie das Ganze ab, was kostet es circa preislich und. Der Tierarzt hat schon gesagt, ich meine Kosten, wir können es jetzt noch nicht senken, das waren jetzt plus 3 Eber. Wenn du 10, 20 oder vielleicht 100 Eber zu kastrieren hast, dann wird es mit dem Medikament natürlich auch günstiger. Er bricht oder die Narkosemittel an. Und die ganzen Medikamente, die muss er ja danach entsorgen. Da hat er es jetzt plus für 3 gebraucht. Wenn du dann die Flaschen aber leer bringst, weil du genug Ferkel hast, weil die Sache natürlich auf Grußaussicht gesehen günstiger. Die Medikamente sind mit das teuerste, das ist einfach so. Und ja, wie gesagt, was halt immer noch problematisch ist, das ist das Risiko, dass es nicht der Backen, dass er sich nicht mehr der Rabbeln. Muss man jetzt einfach mal gucken. Also wie gesagt, ich beobachte es jetzt natürlich. Der Grusa gefällt mir nicht ganz so. Muss ich aufpassen. Aber der Glaner, ich denke, hoffen wir es. Wie gesagt. Sehen wir. Gut, dann habt ihr jetzt die Erfahrung gerade gleich mit gesehen. Ich setze dann später dazu und ja, ich denke mal im nächsten Video dann werde ich ja meinen Erfahrungsbericht haben. Dann weiß ich euch so genau, wie ist es abgelaufen. Oder alles funktioniert, ist was schief gegangen oder. Seht ihr dann. Für mich ist es wie gesagt auch Neuland. Ich habe das jetzt das erste Mal diesen Fall. Wir haben schon Haufen Viecher kastrieren lassen. Ich denke, die Gasen damals, die sind einfach bloß gezwickt worden. Mit einer großen Kneifzange im Endeffekt. Die sind nicht abgezwickt, sondern einfach nur gequetscht worden. So ist das damals bei denen haben wir gemacht worden. Beziehungsweise der Jochen, der hat auch voll Narkosen gehabt, das ist richtig rausgeschnitten worden. Die Esel, wo wir gehabt haben, örtliche Betäubung. Die Katzen, wenn es da hast, die werden gemacht worden, ist normalerweise auch voll Narkosen. Es sind ein Haufen verschiedener Möglichkeiten, die musst du ausprobieren bei den Schweinen. Wie gesagt, das ist ja jetzt gewünscht. Es soll ja idealerweise der Weg mit den wenigsten Schmerzen für die Schweine. Und ich bin jetzt den gegangen, der wo quasi so bevorzugt wird. Und ja, da haben wir jetzt dann quasi auf YouTube gleich einmal den Live-Erfahrungsbericht, wie wird das dann funktionieren. Also live ist es nicht, aber wie läuft das Ganze ab? So, ich bin jetzt wieder unten im Stall. Ich habe jetzt die drei Kleinen runtergebracht. Ja, der Grusa für die Kleinen, also der Grusa-Ebe, der hat ein wenig zu kämpfen gehabt. Das sind jetzt die zwei Ebe da vorne und der Anna ist da hinten. Dahinter steht der Kleine. Hier haben wir jetzt die Mama gesehen. Die Mama hat sie gesehen. Ein freudiges Wiedersehen. Also man hat schon gemerkt, die Oma, die passt da unheimlich auf. Die waren jetzt weg, die Kleinen. Das hat sie sofort gemerkt und wie ich sie jetzt gebracht habe, sie hat das Quietschen hören von den Kleinen in der Box drin. Die hätte jetzt erleben müssen, ich konnte leider nicht filmen und die Kleinen reinsetzen gleichzeitig, aber die war total aufgedreht, total aufgewühlt. Ja, ist klar, ich habe ihr ihre Babys weggenommen, ihre Ferkel weggenommen und die waren dann weg und es waren nur noch 5 und keine 8 mehr. Und wenn die dann wiederkommen, das ist eine Familienzusammenführung. Ne? Ja, freilich. No. Lauft nicht. Stoppt nicht laufen. Zeigt eure Mama, dass ihr wieder viel Zeit. Na komm, Vorsicht, die will sich legen. Du auch, Kleine. Die schaut jetzt natürlich, die kontrolliert, was ist mit den Babys gewesen. Ich muss jetzt natürlich ein wenig aufpassen, es kann ganz schnell unheimlich schief gehen. Bloß ich hab's jetzt wieder mit runter. Da sobald sich die Oma legt, dass die auch die Chance haben, wieder was zu trinken. Weil, ich sag auch, das ist die Kastration, wenn du es ihnen dann wegnimmst. Bei der Vollnarkose ist es halt wirklich schwierig, weil du einen Moment warten musst. Das geht nicht sofort auf der Stelle, sondern du musst einen Moment warten zum Zudor. Weil wenn die dann einfach so schwach drin liegen und bewegen sich fast nicht. Ich meine, die Sau, die kann natürlich dann durchaus auch, die sortiert sie aus. Das sind die drei Ebe, die haben es jetzt natürlich ganz notwendig bei der Mama. Oh, ihr macht es jetzt aber schon gefährlich, du. Leute. Muss ich jetzt aufpassen? Ist gut, Oma. Ihr Zwerge? Ja. Komm, rutscht da mal rüber. Na los, rutscht da mal rüber. Jetzt legt er sich. So, und jetzt die drei Glanzschauer, dass er dann gleich in die Zitzen kommt. Na komm.
los. Wo ist die Mama? Da sucht er die Zitzen. Na los. Das ist das Wichtigste. Die müssen dann auf jeden Fall gleich wieder trinken. Das hat der Tierarzt gesagt. Die sollen dann sofort an die Zitzen nachkommen. Ja, die Damen da haben natürlich jetzt den Vorteil, die sind nicht so benebelt. Die müssen sich jetzt erst einmal zurechtfinden, da die Zweige. No, kämpft nicht, kämpft nicht. Nur frei. Geh noch in die Zitze. Na komm. Das ist halt jetzt quasi der Moment, wo ich ein wenig aufpassen muss. Die müssen auf jeden Fall noch, die müssen was saufen, das ist wichtig. Die sind dehydriert jetzt mit Sicherheit. Also ich meine, wer mal eine Vollnarkose gehabt hat oder OP oder was gehabt hat, der weiß ja, wie sowas dann ist. Du hast ja noch Handtasche, die ist es vielleicht noch schlecht und komisch oder sonst was. So weiß ich es noch damals von meiner Polypen rausmachen. Das ist ja schon, keine Ahnung, wie alt war ich, 6-7 Jahre oder sowas. Aber damals ging es mir schlechter noch und ja, die brauchen jetzt auf alle Fälle ganz dringend was zu saufen, das ist wichtig. Das müssen wir jetzt echt gucken. Hoppala! Ja, schauen wir mal. Alles gut, Oma. Alles gut, Oma. Ich nehme sie dann nicht weg. Keine Angst. Na komm. Alles gut, Oma. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Na freilich. Alles gut. Ja, die hat jetzt natürlich Angst, dass ich hier schon wieder welche wegnehme. Das will ich ja nicht. Mal halt einfach gucken, dass das alles wieder ganz schnell vonstatten geht. Nur ihr, die Damen. So, das sind die Suckeln. Ja, und das sind die kleinen Eber. Der und der da. Ja, ist jetzt natürlich ein Monstergetränk da. Entschuldigung. Ihr müsst jetzt einmal eure Anne noch ein wenig lassen. Die brauchen jetzt auch ganz dringend. Na komm. Oh, Oma, keinen Bock mehr. Was ist denn? Alles gut, Mama. Ja. Ja, jetzt muss ich ein wenig vorsichtig sein. Wie gesagt, das kann durchaus sein, die assoziiert ist jetzt so, ey, du Arschloch, du hast von meiner Klanwege-Nummer. Wie gesagt, das war ein freudiges Hallo, wie ich es jetzt mal reingesetzt habe. Wenn sie auf aller Fall schon mal drin sind und der Mutter gleich gezeigt haben, du pass auf, ich bin wieder da, das ist schon mal gut. Ja, ich muss halt jetzt dann heute noch da ein paar Mal runter gucken, dass die möglichst dann nachkommen, dass die was saufen können, dass sie wieder fit werden. Jetzt haben die Hühner Ei gelegt und kaputt gemacht, ihr alten Kribbel! Schweinerei. Ja. Schauen wir mal. Jetzt hoffen wir einfach, dass sie alle wieder richtig auf die Höhe kommen, dass sie alle fit werden, dass sie alle durchkommen. Mehr können wir jetzt im Endeffekt nicht machen. Bleibt uns noch nichts anderes übrig. Ja, ich werde auf alle Fälle weiter berichten. Ich denke mal, in der WhatsApp-Gruppe wird es auf alle Fälle geben, weil ich da gefragt worden bin, hier in der WhatsApp-Gruppe. Schreibt mich entweder über Instagram an oder über Facebook. Ich kann euch gerne hinzufügen. Allerdings werde ich den Link nicht einfach wild teilen, auf keinen Fall, sondern die Leute schaue ich mir genau an, wer den kriegt, weil wir hatten in der Vergangenheit ja ein bisschen Probleme mit so manchen Herrschaften und das machen wir nicht mehr. Oh, wird so aufgesprungen. Die haben jetzt probiert, oder weiter zu trinken. Opa. Ja, müssen wir jetzt halt ein wenig aufpassen.
Ja, also wie es da weitergeht, das erfahrt ihr dann auf jeden Fall im nächsten Video. Ich mache an der Stelle jetzt dann Schluss. Wir schauen vielleicht mal am Wochenende einen Livestream. Mal sehen, aber an der Stelle sage ich jetzt dann erst einmal Schluss. Ich wünsche euch was, schönes Wochenende. Bis dann. Servus.